Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und seid ja haut zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Total War 3 Kingdoms mit mir, dem Tante, genau, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da, sondern unser Bezwinger von Liu Bei, der mächtige Mr. Merp mit Zhang Bao, ist auch am Start. Ich grüße dich. Hallo alle miteinander. Ja, ich meine, ganz alleine habe ich das nicht gemacht. Du hast tatkräftig mitgeholfen. Das muss man an dieser Stelle jetzt auch mal erwähnen. Aber du bist jetzt hier der Trophäenjäger, ne? Du kannst jetzt hier die legendärsten Kommandanten ausschalten, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Oh, Mann, das mache ich. 1500 habe ich jetzt hier gleich die Stadt schon mal verbessert. Und dann kann ich das hier noch verbessern. Ja, komm, das mache ich. So, ja, ich habe jetzt hier gerade mein ganzes Geld in die Walachei gepfeffert, aber das macht nichts. Oh, und der Wang Shao hat Dong eingenommen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Den dürfen wir da übrigens nicht krepieren lassen. Der ist wichtig da als Verbündeter. Ich hatte unser dritter Bruder, oder? Ja, der ist ja einer von den DLC-Fraktionen, die es mit dem Spielstart gab, ne? Ach so. Stimmt. Es gibt ja auch so einen neuen kostenlosen Charakter. Ich weiß gerade eben bloß nicht, wie der heißt. Ja, der, ich weiß nicht, über den soll man ja, glaube ich, auch noch nicht reden. So. Okay. Also zumindest zu diesem Zeitpunkt, glaube ich. Also, wo wir es jetzt aufnehmen. Ich meine, wenn der Party. Ja, da ist er ja schon raus. Ich weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall, wir hüllen uns noch in Schweigen. Ja. Wenn die Folge rauskommt, ist der DLC schon released. Ah ja, dann habt ihr ja selbst schon gesehen, wer der kostenlose Charakter ist. Dann brauchen wir es ja auch nicht zu sagen. Richtig. Das sag ich nicht. Wir halten so, uns da dran. Also ich kann gerade eben gar nichts mehr machen, tatsächlich. Ich beende einfach. Mhm. Boah, ey, wie da alle so magentafarbene Feinde krass, haben. Krass, ne? Die Telekom ist gegen uns, ne? Aber das, aber das weiß ich schon, seit ich Telekom-Kunde bin. Ich glaube, ich kann den einen Typen da jetzt wirklich noch erwischen. Den Guan Yu, den kann ich noch kriegen. Meine ich. Der ist im Gewaltmarsch, der kann sich nicht zurückziehen. Da, guck mal, Guan Yu hat die Fraktionsnachfolge von Liu Bei angetreten. Und das Kaiserreich Liu Hong hat Han Sui den Krieg erklärt. Eieieiei, es wird ja immer gieriger. Und Begong Bo Yu den Krieg erklärt. Eieieiei, die Liang-Rebellion ist losgetreten. Unfassbar. Okay, dann hoffen wir, dass der Dong Zhuo auch noch ein bisschen was zu tun hat mit der Liang-Rebellion. Ja, stimmt, die sind beide im Gewaltmarsch unterwegs. Also wenn du da rankommst und gegen den kämpfen kannst, musst du es manuell machen, weil er dir sonst abhaut. Das ist leider so. Armeen im Gewaltmarsch, wenn ihr da ein Autogefecht macht, dann hauen die ab. Das wird irgendwie nicht berücksichtigt. Also, das heißt, muss ich dann wirklich einfach klatschen. Du musst die Schlacht manuell machen und versuchen, so viele Truppen wie möglich zu killen. Denn sonst. Und ihn selber auch am besten. Ne? Am besten, ja. Aber ich glaube tatsächlich, die Armee kann wieder zurückkommen. Es ist mega, mega nervig. Ja okay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier gerade? In Dai waren wir doch, ne? 1000 kostet mich das zu teuer. Okay, also. Ich wollte die Eisenmine gerne haben. Der Himmel höre unseren Zorn. Die holst du dir schnell. Ist auf Nacht gemacht. Das kann ich übrigens ab jetzt auch. Das habe ich jetzt gerade geskillt. Ja, Nachtkampf ist sehr wichtig. Das hätte mir gerade eben geholfen. Ja klar, dann wäre der Shang Fei nicht dabei gewesen. Ne? Hätte man ein bisschen anders hier aufspielen können. Aber man hat ja gesehen, wie leicht man das kontern kann. Wer es noch nicht wusste, hat es jetzt gelernt. Das funktioniert in jedem Warhammer. Ja, ist wichtig, dass man... Außer in Warhammer. In Warhammer funktioniert das nur bei offenen Feldschlachten. So. Damit habe ich jetzt eine weitere Komturei gesichert. Ich bin momentan noch ausbalanciert. Ich brauche noch 21 Prestige. Okay. Oder ich habe schon wieder irgendwie niedrige Zufriedenheit. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ploppt bei mir immer wieder mal so als Fraktions... ja, das Event ist, wenn du Charaktere hast, die gerne befördert werden wollen. Aha.
So, und ich habe hier den Xu Xianying gefunden vorhin. Also den wollte ich mir noch angucken. Was kann der? Der ist hübsch. Minus 5 Zufriedenheit fraktionsweit, wenn er Erbe, Premierminister oder Fraktionsführer ist. Okay. Er ist unkompliziert. Plus 10% Rekrutierungskosten. Und er ist gelehrt. 25% Charakterform. Aber der ist jetzt echt nicht so geil. Den schmeiße ich raus. Aus dem Dienst entlassen. So. Den brauche ich nicht. Ehrt den Glauben. Ja, du bist schon ausbalanciert oder arbeitest du noch am ausbalanciert? Dann will ich arbeiten. Ich bin noch nicht aus. Ich werde ausbalanciert gerade. Ich bin genau bei 65. Ich habe Prestige verloren, weil ich den Typen rausgeschmissen habe, glaube ich. Ja, okay. Ich bin bei 75, glaube ich. Das macht ja nichts. Ja, ich bin bei 75. Echt? So viel? Mhm. Ja, bestimmt, weil du den Liu Bei besiegt hast. Es kann so ein bisschen Prestige bringen, ne? Das kann sein, wenn man ja den halt platt macht, ne? Ich kämpfe ja nur da oben gegen Empire Trash, sozusagen, ne? Empire Trash. Ja, wie heißt es immer so? Viel Feind, viel eher. Oder in dem Fall Value-Einheiten killen bringt natürlich auch ja einiges. Ne? Und hier ist es eher so viel Feind, viel Müll. Will ich das ausbauen? Ich weiß gerade nicht so recht. Ich würde ja sagen, ich schätze erstmal, dass ich hier oben klarkomme. Ich habe noch einen Huni übrig, aber da kriege ich auch nur zweimal Trash für, ne? Die kosten 75. Ich setze ja auf Bauernfreiwillige. Echt? Oh, wow. Ja, weil tatsächlich hier oben gegen Liu Yu siegt ja Masse statt Klasse. Ne? Der kommt ja nicht dazu, irgendwas zu rekrutieren, weil ich ihm jede zwei Runden irgendwie so eine Provinz abnehme. Und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz brauchbar. Ich muss noch gerade gucken, ob ich Charakterunterstützung erhalten habe. Wer verdient das Volk? Tang Zhou? Was? Achso, den könnte ich rekrutieren. Moment, das muss ich mir mal gerade angucken. Was kann denn der Tang Zhou? Der ist untreu. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Alles klar. Ja, da so. musst du echt. Also, ich hab das lange Zeit sträflich vernachlässigt, welche Charaktereigenschaften diese Figuren haben. Da musst du so drauf aufpassen. Weil nachher hast du da irgendwie zwei Charaktere in deiner Fraktion drin, die da rumlurchen und dir die komplette Zufriedenheit von allen anderen Charakteren runterziehen, ne? Mhm. Oder du hast einen Charakter, den du aufgebaut hast, der super wichtig ist und der hatte halt so ein Untreu-Skill und dann will der halt die ganze Zeit befördert werden oder irgend so ein Schwachsinn. Das ist auch sau ätzend. Also ich muss jetzt gerade eben Folgendes machen. Guck mal, ich habe jetzt versucht, ihm so ein bisschen den Weg abzusperren. Mhm. Weil anders geht das gerade eben nicht so richtig. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die große Ortschaft jetzt hier das auch durchhält. Und nicht angegriffen wird oder so ein Scheiß. Man kann ja leider auch nicht dafür sorgen, dass die Leute schneller jetzt hier regenerieren. Mhm. So, warte mal, der ist jetzt... Was hat denn der jetzt hier für ein Problem? Was ist denn mit dem los? Hat er ein Level Up? Nein. Der hat ein Level Up, okay. Der Hanzhong. Hat der Hanzhong eventuell den Job bei mir da inne? Was ist denn das? Hanzhong, genau, der ist... Was macht denn der bei mir da gerade? Der macht Nahrung und Einkommen aus Landwirtschaft. Also würde es auch Sinn machen, ihn mit ihm sowas zu skillen. Ja, warte mal hier, 3%, wow, fraktionsweit. Oh shit, das ist ja echt nicht viel. Aber egal, fraktionsweit ist gar nicht so schlecht. Ach, der hat Genesung, passive Stärkung, dann heilt der. Naja, warum nicht? Warum nicht? Jetzt muss ich dem Typen da irgendwie mit Zucker in den Arsch blasen, weil der so unzufrieden ist. Kriegst halt einen Tonkrieger da. Ist auch noch so ein Set-Item. Mhm.
Z-Experte-Kaserne. Hm. Ha. Ich hätte ja gerne jetzt was noch zu Chiang Kai recherchiert, der hier mein Fraktionsnachfolger oder zumindest mein Kind oder irgendwie sowas ist oder der zumindest irgendwie erwachsen geworden ist und sich jetzt hier der Rebellion anschließt. Aber das Einzige, was ich finde, ist ein chinesischer Rechtsanwalt für Menschenrechte und einen ehemaligen chinesischen Basketballspieler. Hm. Ansonsten auf die Schnelle nichts gefunden. Also ich kann übrigens gar nichts machen, um den Typen irgendwie zufriedenzustellen. Ne? Ich habe dem nur diesen komischen Thronkrieger geben können, aber ich habe keine Möglichkeiten. Um wen geht's jetzt? Den Guan Hai, der bei mir so unzufrieden ist. Ja, dann überleg, ob es das wert ist, ihn aus dem Dienst zu entlassen. Nimmst du mir den Thronkrieger weg und den lässt ihn aus dem Dienst. Schmeiß ich den hier nochmal raus. Bitte? Wie schmeiß ich den denn nochmal raus? Drück mal die 2, dann kommst du auf deinen Hof. Ah, im Hof ist es. Und da kannst du ihn anklicken und dann kannst du sagen, aus dem Dienst entlassen. Kannst ihn auch verbannen, aber das reduziert dann die Zufriedenheit mit den anderen. Ja, stimmt. Aber halt auch nur für 5 Runden. Mhm. Das habe ich übrigens in meinem Testrun mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich glaube mit Dong Zhuo oder so habe ich das gemacht, da habe ich einfach mal als erstes seine Ehefrau rausgeschmissen. Die war so schlecht. Die hat irgendwie, direkt am Anfang hat die so ein, so random irgendwie so einen saumiesen Trade bekommen oder so, so minus 5 auf die öffentliche Ordnung, wenn die Fraktionserbin oder bla 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 ist und, oder sowas und dann habe ich gedacht, nee, komm, ich schmeiß sie direkt raus und dann war sie weg. Und es war ja, gut. Verständlich. Und dann war Ruhe, ja, da war Ruhe. Ah, ich versuche gerade eben noch ein bisschen was zu verhandeln. Hat der eigentlich Unterstützung, die der Typ hergeben würde? Der hat hier so ein komisches blaues Teil. Nee, unser Bruder hat original gar nichts. Jesus. Regelmäßige Zahlung bitten. Einfach nur. Nee, scheiß drauf. Du bist dran. Es ist so krass, hier hat irgendwie jede Ortschaft von mir plus 26 öffentliche Ordnung. Ja, ja, mega, ne? Ist krass. Habe ich doch schon in Folge 1, glaube ich, gesagt, dass ich das so richtig finde. Oh, 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 da kommt ein Feind. Ich sehe ja gerade Huang Shao. Ich habe Verbündete. Ja, wir haben Verbündete. Glaubt man gar nicht. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich den komischen... Eure Macht wächst, wir sind jetzt ausbalanciert. Yes. Fraktionsentwicklung, General der fliegenden Steine. Yes. Kieselsteine, die brechen dir die Beine. Das genau. Merke dir. Die sind ein Gruß von mir. Was machen wir denn jetzt? Günstigere Rekrutierung für Speerinfanterie? Oder machen wir jetzt doch mal hier weiter. Erleuchtung, Bevölkerungswachstum. Erleuchtung und Gebäudeunterhalt, was ich nicht brauche. Erleuchtung und Gebäudeausbau, was ist das hier? Ländliche Neuverteilung, okay. Einkommen aus der Landwirtschaft, Erleuchtung und Baukosten für Siedlungsverwaltung. Erleuchtung und öffentliche Ordnung, das brauche ich auch nicht. Was ist das? Das brauche ich auch nicht. Einkommen aus allen Quellen, was ist das hier denn? Nutztiergut, kommunale Gute, Getreidehöfe und Bewässerung. Ja, das könnte man tatsächlich gebrauchen, da brauche ich aber das vorher. Okay, alles klar. Ich muss mich auch noch so ein bisschen gerade mit dieser Forschung da auseinandersetzen. Handelseinfluss, I don't know. Anfangsrang für Rekruten, Erleuchtung weniger Korruption. Ich kriege Korruption, oh shoot. Zufriedenheit für Veteranen, aha. Unterhalt des Gefolges kommt mir irgendwie sinnig vor. Und hier kriege ich dieses Öl, die Schützentürme und die Holzpfähle. Das mache ich, glaube ich. I like that. Guck gerade eben, wo man endlich mal noch mehr Handelsdingens bekommt, also mehr Handelsverträge, aber da, wo ich es vermute, ist es nicht drin. Eliminiert Korruption. Okay. Wow, krass, wenn ich mich in eine feindliche Komturei bewege,
reduziere ich bei dem die Nahrungsproduktion um 25%. Das ist krass. Das wusste ich auch nicht. Ein komplett eigenständiges. Eine komplett eigenständige Interpretation dieses Spiels wieder mal, ne? Ja, ja, ist witzig. Gar nicht mal so doof, ne? Okay. Ja, mein Problem ist, ich mache kein Geld und ich brauche diese Armee aber halt auch irgendwie noch. Und jetzt kann mir aber jemand mal sagen, kann ich jetzt damit irgendwas anfangen? Großartig? Nee, ne? Ich bin nur ausbalanciert und das. Was ist das mal? So, jetzt muss ich erstmal geheilt werden. Damit ich Aufträge noch zusätzlich bekomme. Und ausbalanciert, was bringt mir das jetzt? Mehr Nachschub, diplomatische Beziehungen und so weiter. Okay, alles klar. Apropos diplomatische Beziehungen. Kann ich denn ein Handelsabkommen mit jemandem machen? Nein, kann ich nicht. Ich habe gerade eben geguckt, es gibt keine Forschungsmöglichkeit mehr, die Anzahl der Verwaltung, der Handelsabkommen erhöht. Das heißt, es geht anscheinend nur über Charaktere. Ausgezeichnet. Sprecht. Es freut mich. Weil man hat ja am Anfang ja nur eins und das habe ich ja jetzt mit dem anderen gemacht. Ich kann mit Huang Shaohai handeln, aber nur so Sachen kaufen und verkaufen. Willst du, Huang Shao, willst du so eine dumme Tonaxt haben irgendwie? Die braucht kein Mensch, ne? Eine dumme Tonaxt. Also ich finde es halt auch geil, ne? Das erste, was wir machen, erstmal fett die Steuerschraube anziehen, nachdem wir den Leuten die Freiheit genau. versprochen haben. Wir bringen euch die Freiheit. Ach übrigens, Steuererhöhung. Bam. Das kostet alles. Freiheit kostet. Ja, ja. Aber das lohnt sich bei mir irgendwie noch nicht. Ich meine, komm, ich spiel mal so ein bisschen. Ich spiel mal den Netten. Du spielst den Bösen, ich spiel den Netten. Nein, Spaß. Also ich mache halt 20% dadurch halt mehr. Das macht bei mir halt dann, glaube ich, schon so 200 inzwischen aus. Ah ja. Ich das hier nochmal. Das sind die Werkstätten. Ich muss mal gucken, was der da vorhat. Ne? Sie sollte hier tendenziell eher generell auf Industrie gehen. Für China. Fraktionsentwicklung Pflichtübung. Jawohl, das haben wir jetzt geschafft. Wollen wir denn als nächstes forschen? Also jetzt zahle ich immerhin schon mal 15% weniger für meine Truppen. Und verschafft uns Zeit. Was soll ich denn jetzt noch machen? Mehr Erleuchtung. Truppen ausbilden. Mhm. Zehn Prozent mehr Charaktererfahrung. Ja, mehr Charaktererfahrung ist aber auch nicht schlecht, ne? Ist immer gut. Aber dann spread ich meine Fähigkeiten einfach überall so breit, weißt du, das ist auch doof. Warum kriegt der nur 4 Eifer? Der ist doch direkt nebendran. Direkt nebendran hat der so eine 100er Provinz. Säbelabkönige. Ah, das sind dann die fanatischen Anhänger der Mission. G-Abtrünnige? Jäger der Yaguai. Yaguai, Entschuldigung. Den giftigen Waffen. Ah, Jan Men kriegt nächste Runde eine Revolte. Hihihihi. Rittene Säbelabtrünnige. Rittene Lanzenabtrünnige. Ja, da ist so einiges Cooles dabei. Wie lange dauert denn das hier? 4 Turns. Ja, komm, brauche ich die jetzt erstmal rein. Die fand ich bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. So. Komme ich an diesen Lurch ran? Nein, natürlich nicht. Ich schaffe es schon wieder nicht, an ihn ranzukommen, glaube ich. Oder schaffe ich es? Warte. Probier's. Doch, ich kann ihn stellen. Aha. Sehr schön. Nachtangriff, Gefecht starten. Uiuiui. Damit habe ich jetzt auch die Stadt daneben übrigens ausgegrenzt, weil die hätte nämlich ansonsten mitgekämpft. Ah ja, okay. Das überraschen wir ihn bei Nacht. Wir bestehen und wachsen wie mächtiger Bambus. Aber das ist jetzt das Problem mit den Total War Spielen, ne? Du weißt nie, komme ich wirklich ran oder nicht. Ja, ja, leider, ne? Das ist da auch immer so ein bisschen intransparent, ne? Siegt, um sie verwundbar zu machen, okay. Kämpft in seinem Namen. Siegt, um sie zu heilen.
Oh, weißt du, was übrigens geil ist? Ich kann jetzt ja gleich schon meine gesamte... Ja, außer die vier Einheiten. Ich würde das auch echt machen, oder? Ich weiß ja, nicht. Natürlich hardcore ran und so. Ja. Hast ja sogar einen Gen, den du noch mit vorne hinstellen kannst, ne? Den Bao-Jang, ne? Genau. Und den Rest... Weißt du was, den Rest gebe ich dir, du darfst mit dann ranlaufen. Aha, du Assi, ey. Ja, los geht's, ne? Ja, ich laufe. Beeilt euch! Nein, ich mach kein Duell mit dir. mit Guan Yu ein Duell. Sehr schön. Man hat ja auch Todeswunsch und so, ne? Ja. Ich wollte auch gerade sagen, da machst du aber nicht lange, ey. So, pass auf, ich schieß jetzt in den Blob da vorne rein, wo deine Infanterie gerade kämpft. Nee, Spaß. Ist schon recht. Oh, guck mal, die haben... Aber warte, nee, komm, ich fordere einfach mal Guan Yu zum Duell heraus. Nein, nee. Wir wollen ja nicht, dass er die Kollegen stirbt, aber wir können sie tatsächlich im Nahkampf kloppen. Guck mal hier, ich gebe ihm mal einen Debuff. Ja, das ist gut. Er weicht jetzt auch langsam mal aus. Soll ich ihn noch bewegungsunfähig machen? Komm, machen wir mal gerade. Ja, warte, wenn er wegrennen will, dann machst du es. Das geht dann nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, wir machen es jetzt, weil jetzt kannst du ihn... Mach's jetzt, ja. Die Reinheit flieht, Feigling. Jetzt kannst du ihn noch erwischen, komm. Gleich haben wir es. Fehlt nicht mehr viel. Achtung, nicht mit dem Brandpfeil da reinballern. Ja, du verfolgst mit einem gerade eben nicht. Mit einem der Generäle. Typisch für dieses Spiel. Dreckspiel. So, jetzt aber. Aha! Na also, wir haben ihn. Er ist tuck. Jetzt mache ich nur kurz mal dreifach, weil wir sollen ja so viel Schaden wie möglich an denen noch machen. So ist es. Das Interessante ist, dass meine Infanterie wirklich schneller ist als sie. Es muss irgendwie an diesen... Nee, das sind G-Abtrünnige. Ich weiß nicht, warum die schneller sind. Die haben eine Bewegung von 40, die anderen haben eine von... Das kann ich eben gar nicht. So, ich habe sie bewegungsunfähig gemacht, glaube ich. Die eine. Ich würde es eigentlich die ganz, ganz gerne mal anklicken. Die haben eine Bewegungsgeschwindigkeit von 38. Ja, die sind tatsächlich langsamer, du. Das war's, oder? Ah, ne, eine Einheit läuft noch da hinten. Noch, ja. Vereinzelt rum, wie viele sind das? Oh, das sind nur über 30. Dann lohnt sich da noch drauf zu gehen, ja. Aber hallo, ey. Aber die Infanterie ist auf jeden Fall dran. Also die entkommen nicht. Das ist gut, ja. Die sind jetzt nur noch 23, 21, 20 gleich nur noch. Ersetzten Gelöstlosen. Schick ist alles da drauf. Weißt du, am Ende ist die gesamte Armee weg, aber er entkommt und wird nicht gefangen genommen, obwohl er jetzt hier vor uns blutend auf dem Schlachtfeld liegt. Ja, ja. Das wäre natürlich schon ein bisschen blöd. Sind denn das jetzt noch? Können ja nicht mehr viele sein. Ich guck mal noch, ob ich sie bewegungsunfähig machen kann. Vier. Es sind noch vier. Ja, gleich haben wir es. Zwei. Einer. Das war's. Ah, entscheidender Sieg. So muss es sein. Ja, es war knapp, ne? Also, ich meine, er hat immerhin null Kills gemacht, ne? er hat 98 gemacht, der Kommandant selber. Ja, ja. Ah, ne, warte mal, stopp. Er hat null übrig. Sorry. Ja, ja. 2584 Kills wären jetzt bei dir auch ziemlich viel gewesen, ne? Guan Yu zählt halt mehrfach, ne? Also er ist auf jeden Fall vernichtet. Das sieht man. Ja, das ist gut. Exekutieren. So. Ja, warte, ich hab bis jetzt noch keine Meldung bekommen. Ne, ich habe ihn nicht gekriegt. Aha. Ich habe ihn nicht gekriegt. Aha. Der ist irgendwie weg. Also er ist auch legendär, er ist nur verwundet, by the way, ne? Er ist nicht tot. Ja.
Was mich jetzt schon nervt, gebe ich zu. Ach, warte mal, ich muss mal gerade... Ah, dieses Dreckspiel dreht mir immer die Karte, ne? Aber wo soll der denn dann sein? Keine Ahnung. Weil, also ich meine... Der hat ja keine Stadt mehr, ich weiß. Ja. Oh, der Bruder möchte den Thronkrieger haben und gibt mir 1000 dafür. Findest du es einen guten Deal? Ja, schon, oder? Ja. Südlich von dir kommt übrigens Taochian. Taochian. Also jetzt von deiner Armee aus gesehen östlich, aber er nähert sich deinem Gebiet von Süden. Ach so, der Alte da. Ja, und da ist auch noch eine Armee von Chen Gui. Zhang Yang hat Ding Yuan den Krieg erklärt. Aha, Beziehung zwischen Wu Ba und Ma Yuan Yi vertieft sich. Okay, super. Dann wird er jetzt nur noch von einem in dieser Armee gehasst. Erhebt euch! Ich habe einen Hirten bekommen, der ermöglicht der Kavallerie, die ich quasi nicht habe, den Keilangriff. Mhm, das ist gut. Ja, das kann man wieder delegieren. Das finde ich so angenehm jetzt hier, dass man auch vieles delegieren kann. Möge das Volk unseren Sieg feiern. Das war so im ursprünglichen Spiel eigentlich nicht möglich, ne? Ich finde es teilweise auch ganz cool, dass du, also gerade auf diesen hohen Schwierigkeitsstufen mit anderen Fraktionen, halt wirklich echt viele Kämpfe selbst führen musst. Nicht den Billo-Kampf. Ja, eben, und das ist schon ganz gut, ne? Also ich habe auch irgendwann mal gesagt, meine ich, als ich mal mit CA gequatscht habe, dass mich das so wahnsinnig aufregt, wenn man halt jedes Gefecht selber spielen muss, weil die KI immer bei dem Auto-Resolve die Generäle verheizt. Zumindest für die gelben Turbane scheint das nicht mehr zuzutreffen. Da bin ich schon mal sehr erfreut drüber. Jetzt wäre meine Überlegung, was hat denn der da für Armeen? Ich kann eigentlich nicht meinen Nutztierhof in Zhongshan auflassen, aber da nähert sich von Norden jemand deiner Ortschaft. Bleibt ruhig. Mhm. Und ich... Meiner? Ja, Anping. Oh, ich sehe es. Der ja. Ding Yuan. Ich kann halt schlecht sagen, ob ich da mit meiner Billo-Truppe eine Chance gegen ihn habe. Aber. Also. Kannst du hier in meine Ortschaft reinstellen? Das halte ich für sinnlos, weil dann muss ich meinen Nutztierhof da oben aufgeben. Also, wenn, dann greifen wir den direkt an. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Ich habe in meiner Stadt da, also in Anping, Ackerland, habe ich eine Einheit Huang Laos Prachtexemplare. Ja, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich habe das auch schon erwähnt. Und zwar, warte mal, die heißen eigentlich warte mal, ich guck mal gerade nach. Die haben eigentlich einen anderen Namen. Huang, ja, warte mal, hier such mal einfach da. Paragon, ja. Also, ich habe gesagt, also entweder übersetzt man das bitte mit Huang Laos Ebenbilder oder Huang Laos Ebenbild oder mit Huang Laos Auserwählte oder irgendwie sowas. Ja. Aber Huang Laos Prachtexemplar, das ist halt einfach eine wortwörtliche Übersetzung, die, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, aus Google Translator kommt, wo jemand, Paragon, wie kann man das denn? Also, ich habe auch gesagt, man kann auch einfach Paragone schreiben. Man muss es nicht unbedingt übersetzen. Ne? Man kann einfach das Wort da stehen lassen. Aber nein, es muss alles übersetzt werden und so. Aber ich hoffe, dass es mittlerweile mit dem ersten Fix, der vielleicht schon angewendet wurde, gefixt wurde. Ja, hoffen wir es mal. Ja, also weil ich habe auch gesagt, das klingt eher so nach... Warum es so ist, ne? Das klingt eher so nach Hunden oder Pferden oder irgendwie sowas, ne? Also ein echtes Prachtexemplar. Boah, heute habe ich so einen dicken Fisch gefangen, ne? Irgendwie, ja? Echtes Prachtexemplar. Ja, echtes Prachtexemplar. Ja, die sind ja auch wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Echte Prachtexemplar. Ja, genau, ja. Aber Leute, dann passt auf, entschuldigen, dass wir das jetzt so am Ende ein bisschen verlabert haben, aber ich glaube, im nächsten Part sehen wir den Angriff auf Ding Yuan. Also angeblich bin ich ein bisschen schwächer als er, aber ich glaube, wir haben die besseren Helden. Oder zumindest einen besseren Helden. Und ich denke, wir könnten das schon gewinnen. Auch wenn wir ansonsten echt viel Trash haben. Wir finden es raus. Im nächsten Part sehen wir mehr. Und ich sage dann erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bitte haltet dem Let's Play hier die Treue.
Und in diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete, würde ich sagen, ne? Und tschüss.